Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Jo, wir sind immer noch in der dritten Mission der Chroniken von Tandrien, in der Mission Glaubensbündnis. Und müssen jetzt mal langsam dafür sorgen, dass wir unsere Militärstärke kriegen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und uns gleichzeitig besser verteidigen können. Also werde ich dich mal hier rüber abziehen. Werden für dich noch Ressourcen kommen. Okay, Geschwindigkeit ist normal, ist nicht auf schnell oder langsam. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, alles wird ausgebaut. Meine Befestigungen stehen. Ich habe noch nicht genug Stein, aber ich kann Stein kaufen. Stimmt, ich könnte Stein kaufen. Mit meiner kleinen Händlergilde. Hier hinten. Ja, vernünftiger wäre es gewesen, sie nicht hier zu errichten. Dann wären wir nämlich gleich beim Hafen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Was für Händler habe ich denn zurzeit? Zwei Hausierer. So, da ist mein dritter General. Falsch Linksklick in diesem Spiel. Immer diese Inkonsistenz. Ja, wie gesagt, ich will als erstes das Kloster da oben befreien. Damit ich irgendwie an die drei Technologien rankomme, also an die beiden erstmal. Sorgen muss ich mir erst machen, wenn sie anfangen, ihre Kirchen auszubauen. Da kommt das jetzt ein bisschen Stein, damit wir die Kaserne ausbauen können. Währenddessen kann ich schon mal für ihn Truppen ausheben. Ich kann hier die Klamottenproduktion erhöhen. Erstens, weil wir genug Nahrung dafür haben. Zweitens, weil ich es kann.
sondern auch, wie das bei der Kaserne ausgebaut wird, dass ich jedem meiner Anführer, jeder meiner Garelle einen Standartenträger spendieren kann. Die einfachen von ihnen haben ja zum Glück keinen Standartenträger. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Kosten zwar einen Haufen Geld, aber man kann sie nicht verlieren. Das ist das Positive an denen. Ja, die Standardträger finde ich jetzt gerade wichtiger als die Truppen. Und ja, dachte ich mir, dass das hier ganz erfolgreich im Gebäude ausgebaut. Also Eisenmangel haben wir noch lange nicht. Da wir nur einen schönen Holzüberschuss haben. Hier theoretisch noch mehr Holz machen könnten. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Naja, den brauchen wir nicht so wirklich. So, da können wir dich einreißen. Wir könnten da noch eine Köhlerei hinsetzen, die halt einfach produziert. Mit dem Holz, das wir haben, können wir uns das sogar leisten. Bei Kohle ist gerade ein bisschen Mangelware. Mal kurz, wie unsere Verpflegungskarte aussieht. Sieht okay aus soweit. Weil wir haben genug Fleisch.
So, wollen wir uns noch mehr Geld? Und da geht's los mit den beiden. Gebt Acht! Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Okay, jetzt brauche ich dringend Kanonen. Da müssen wir dringend zum Angriff übergehen. Ihr werdet angegriffen. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Also kann ich die beiden jetzt erforschen. Das werden jeweils 4-4-2. Also 4-4-2 für die erste Forschung und nochmal 4-4-2 für die nächste Forschung.